So, hallo, wir machen weiter bei Fortnite. Letztes Mal haben wir dieses Summer... No Sweat Summer, oder wie das Ding... Heißt es No Sweat Summer? Ja, No Sweat Summer. Ja, von wegen. Haben wir die No Sweat Summer Missionen uns angeschaut. Auch mit The Block schon ein bisschen angefangen, aber das sind so automatische Geschichten. Bis auf das mit dem Abstimmen. Das mit dem Abstimmen, das dauert eine Weile. Schätze ich mal, ich weiß es nicht. Und jetzt wollen wir mal Türklingel noch kaputt machen. Die da oben haben wir schon kaputt gemacht, jetzt gehen wir mal zu der da. So. Gehen wir mal darüber. Da muss ich ja nur ganz kurz E drücken und dann ist die kaputt und dann gehen wir noch zu einer anderen und dann passt die Geschichte. Ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf. Mein Problem ist immer, dass ich mich auf mehrere Missionen gleichzeitig versuche zu konzentrieren und das geht dann halt logischerweise schief. So. Das ist das Ding. Und das ist halt nicht sonderlich gut. Okay, ist es dieses Haus oder welches ist es? Oha, hier ist jetzt wieder so ein Dings. Der Pilz ist hier. Okay, also es hat sich schon wieder einiges auch verändert. Oh, ich muss mal gucken, ob es auf der Karte neue Sachen zum Entdecken gibt. Das müssen wir auch mal kontrollieren. So, ist hier die Klingel? Ja, hier ist gar nichts. Ist hier eine Klingel? Hier ist auch keine Klingel. Ach doch, hier ist eine Klingel. Bäm. Aber hat nur dieses Haus eine Klingel? So, das ist die Waffe. Hammer-Sturmgewehr. Das ist unsere Startwaffe. Die muss ich versuchen zu behalten. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Weil ich einfach mich halt auf zu viele Sachen gleichzeitig konzentriere und deswegen jetzt immer eher draufgegangen bin. Weil es mir wichtiger war, andere Missionen zu schaffen. Als wirklich gut zu spielen. Aber wir arbeiten dran, würde ich sagen. Haben wir mit der Person da schon mal gesprochen? Gehen wir doch mal fix dahin. Habe ich mit dir schon mal gesprochen? Okay, eine ist tot. Sehr gut. Ah, jetzt gar nicht gesehen, ob der neu dazugekommen ist. Oh, zweimal. Oh, drei Kassen plündern. Sehr gut. Zack. Und hier auch noch. Zack. Prima. Haben wir noch eine Kasse? Nein, wäre zu viel verlangt. Okay, erstmal den Schildtrank auch zu mir nehmen vielleicht. So. Wenn ich den schon von ihm bekomme. So, wenn ich jetzt eine Dingsbombe bekommen würde, könnte ich ihn zum Tanzen bringen. Oh, das ist auch nice. Nein, jetzt habe ich... Scheiße, jetzt habe ich das Hammersturmgewehr abgegeben. Aber ich glaube, es geht ja nur darum, es zu behalten. Also ich hoffe, das gilt jetzt noch. Das wäre sonst blöd. Das wäre sonst echt blöd. So, ist hier unten die Truhe oder woher kommt das Geräusch? Nee, ist von oben kommt die Truhe dann. Von oben. Also ich denke, es ging nur darum, es zu behalten und nicht es die ganze Zeit zu behalten. Ich hoffe, dass es gilt, wenn man es zwischendurch kurz ablegt. Ich denke, es geht nur darum, dass man es noch hat oder so. Keine Ahnung, wir werden sehen. So, aber ich hätte nach wie vor gerne eine Boogie-Bombe. Erst schon Schrotflinte, da ist dieses komische Ding wieder. Da ist keine Boogie-Bombe dabei. Schade. Aber hier ist noch eine Truhe. Irgendwo. Nee. Die ist aus. Okay, hier kommt gar nichts raus. Wo ist denn diese andere Truhe? Ach, hier drüben, oder was? Ah, hier in dem Bereich. Ah, das ist so eine Toilettentruhe wieder, oder? Ja. Okay, noch ein Hammersturmgewehr. Normalerweise würde ich es jetzt ersetzen, aber darf ich natürlich jetzt nicht. So. Nein, so. Okay. Ah, jetzt kommt der Sturm schon wieder. Blöd.
Wo ist denn die andere Truhe, die ich höre? Ah, über mir. Ah, okay. Jawollo! Just what I needed. Komm her zum Tanzen, Kollege. Zack. Wieso zählt das jetzt nicht? Muss das ein spezieller Charakter auch noch sein? Kommt das jetzt auch noch dazu? Lass einen Charakter mit einer Boogie-Bombe tanzen. Ah, es muss ein spezieller Charakter sein. Nee, hä? Ist hier. Ist es nicht der da? Ist es da drüben ein Charakter? Aber da ist doch gar niemand mehr. Hä, hier ist kein anderer Charakter. Hier ist nur der, aber der hat nicht... Ich probiere es nochmal, vielleicht hat es nicht gezählt aus irgendwelchen Gründen. Jetzt! Ah, weil ich ihn nicht getroffen habe. Okay, gecheckt. So. Jetzt wieder hier Armer Sturmgewehr mitnehmen. So, sehr schön. Gut, dann haben wir das jetzt mit der Bombe. Immer schön, wenn ein Plan funktioniert. Und dann können wir hier noch aufmachen. Und dann brauchen wir eigentlich auch nur noch, in Anführungszeichen nur noch, eine Türklingel. Die da hier wäre sinnvoll. Okay, dann schauen wir jetzt, dass wir da hinkommen. Da vorne war gerade noch einer. Ich hoffe, der hat sich mittlerweile verabschiedet. Aber wir können auch Taxi fahren. Ne, können wir nicht, weil das... Doch, können wir. Oh, wir fahren nicht Taxi. Wir fahren den Kollegen. Das geht schneller. Scheiße! Nein! Nein! Was ist jetzt passiert? Wo hänge ich? No! No! Hoch da! Nein! Hilfe! Ich, hey, mein Gott, ich komme hier gar nicht klar. So, jetzt aber. Oh, schneller! Du schaffst es, fahr schneller! Fahr hier hoch, hier rum. Jawollo. Go. No, wir sind immer noch in der Zone. Nein. Bleib doch nicht noch hängen. Mensch. Geh durch das Wasser. Du schaffst das auch. Jawoll. Yes. So, und da geht's dann auch schon zum Klingeln gleich. Ach Gott, ach Gott. So. Gut, in der Zone sind wir wieder. Oh, sind da zufällig Früchte zum Pflanzen, die ich brauche? Leider nein. Oh, hier wird aber die richtige wachsen. Na gut. Aber ist halt gerade nicht drin. So. Dann weiter im Programm. Fast die Grube nicht gesehen. Aber nur fast. Hoppala. Okay, hier klingeln wir gleich eine Runde. Easy. So. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Okay, und wenn ich jetzt noch ein bisschen warte, haben wir auch nur noch 25 Spiele, nur noch 20 Spieler, dann haben wir die Geschichte auch geschafft. Oh, Junge! So, mach dich mal weg, mein Freund. Okay. Zwei Schuss Schrotflinte. Nice. Können wir hier ersetzen. So. Oh, da fällt mir was ein. Wir haben ja auch eine Mission mit einem Tier, ne? Von einem Tier abspringen und in 360 Grad drehen oder irgendwie so. Was war da? Nee, kann ich gar nicht. Nee, kann ich mich mit dem... Hä? Oder war das... War das mit dem Tier springen und 360 Grad drehen?
Das war's nicht. Dann muss ich gleich nochmal lesen, wie genau das hieß. Ja, das war es jedenfalls nicht. Sieht wild aus. Okay, wir lesen es kurz. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht in dem Moment abgeschossen werde. War das hier? Nee, dann war es wöchentlich. Dann war es eine wöchentliche Mission. Dreh dich in der Luft um 360, während du von einem Wolf oder einem Wildschwein absteigst. In der Luft um 360 Grad, während du absteigst. Was? Okay, pass auf. Absteigen ist ja eh. Aber ich kann auch in der Luft nicht absteigen. Okay, was? Okay, ja, doch. Easy. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Nice. Holy moly. Ah, der hat so eine Waffe dabei. Okay, her damit. Scheiße. Schade. Ah, wenn ich damit getroffen hätte, hätte das ordentlich wehgetan. Aber ist okay. Wir haben diese komische Drehung. Wir haben einiges gemacht. Wir haben einiges gemacht. Aber habe ich jetzt? Ich glaube, ich habe das nicht, weil ich die Waffe abgelegt habe, ne? Ich hatte dazwischendurch kurz die Waffe versehentlich abgelegt. Ich glaube, dadurch habe ich das, dadurch habe ich die Mission nicht bekommen mit dem... Ja. Ja, ist in Ordnung. Kann ich akzeptieren. So, wir gehen in die nächste Runde. So. Okay, ja, also... Das mit dem Motorboot weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das starte. Das müssen wir nochmal genauer hinschauen. Das weiß ich auch noch nicht so ganz. Das läuft automatisch. Gute Vibes halten wir erstmal durch, ne? Das dauert 20 Tage, bis da weitergeht. Alles gut, sehr, sehr schön. Kassen noch eine. Und wöchentlich fehlt jetzt nur noch, behalte die erste eingesammelte Waffe im Inventar, bist du unter den. Ja, ich darf sie nicht abgeben, auch nicht versehentlich kurz mal ablegen. So, das ist das Ding. Okay. Ja, dann ab zum Motorboot. Oh, scheiße. Ich glaube, das ist nicht die beste. Ich glaube, das ist nicht die beste Stelle zum Starten. Nee. Nee, wir gehen woanders hin. Aber gibt dann eigentlich... Also, ist einen speziellen Ort gibt es jetzt gar nicht mehr, ne? Haben wir alles schon... Ah, doch, wir können gleich mal zu Tilted Towers und da gucken, wo wir mit den Barren für irgendwas stimmen können. Wie viel das kostet. Aber ich muss ja... Es ist eigentlich egal, wie viel das kostet. Ich muss ja 900 Barren ausgeben. Also die Mission geht ja von 0 bis 900. Und ich frage mich dann schon, wenn das Stufe 1 ist, dann ist ja das nächste dann, keine Ahnung, 0 bis 1200 oder so? Habe ich überhaupt genug Barren für den ganzen Quatsch? Alter, geh halt da hoch. Okay, meine erste Waffe ist die aufladbare Maschinenpistole. Gut. Muss nur aufpassen, dass ich ihn hier nicht treffe. Das hatten wir schon mal. Das ging nicht so gut. Tschüss. So, also, diese Waffe hier darf ich nicht ablegen. Ganz wichtige Geschichte. Huii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 
Ja, die Reifen brauche ich nicht. Jetzt habt ihr die Reifen mitgenommen. Okay. Geht schon ziemlich die Party ab. Wir versuchen uns einfach rauszuhalten. Ich hoffe, das funktioniert. Oh shit. Ich dachte, ich bin in so einem großen Haus, aber bin ich gar nicht. Hier ist doch nicht so viel Möglichkeit. Aber vielleicht ist noch Möglichkeit, um erstmal Schilde zu bekommen. Okay, den kann ich auch nicht zu mir nehmen. Ärgerliche Momente. Ist auch nix. Scheiße. Da war halt dann auch schon jemand wahrscheinlich. Kann ich dich zu mir nehmen? Nein. Apfel? Nein. Alles Konditionsessen. Also nur die Kokosnuss ist Schild. Gut zu wissen aber mit der Kokosnuss. Okay, da oben ist was. Da oben waren noch nicht alle. Sehr gut. Oh. Ist das hinter dem Ding? Hallo, ich kann die Taste nicht jetzt. Yes. Okay, gute Waffe. Alter, was geht denn hier ab? Yo. Da hatte jemand aber so richtig Bock. Da oben ist ein Charakter zum Sprechen. Da sollten wir auch mal hingehen. Ah, mit dem Truck haben die angegriffen. Oh, nice. Noms, Noms, Noms und Noms. Sehr schön. Höher komme ich nicht mehr, ne? Ne, okay. Dann gehen wir wieder vorsichtig runter. Betonung liegt auch vorsichtig, weil hier ist ja Party. Zu viel Party für meinen Geschmack, aber ist okay. Ist nix. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Muss ich jetzt außen rum gehen? Das hier wäre eigentlich. Das ist eigentlich nicht normal offen, denn das ist ein bisschen abgeschossen. Einmal die. Einmal das. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Verstecken. So, hier ist... Oh, ist da ein Dingsvögel, ein legendärer Vogel? Da oben haben sie auch jemanden erschossen. Wo ist der Vogel? Der ist legendär, der hat kurz geleuchtet, ne? Wo ist der? Ah, den finde ich jetzt, glaube ich, nicht. Eine nice DMR hier für mich. Sehr schön. Okay, ich will mit dem Typ da quatschen. Okay, tschüss. Okay, ich renne da jetzt schnell hoch. Ich hoffe nur, dass mich in der Zeit keiner sieht. So viel dazu. Okay, ich glaube, wir schaffen es zum Quatschen zu kommen. Wir kommen zum Quatschen. Ja, man sieht schon, hier wird wieder aufgebaut. Oh, das ist da drüben. Oh, das ist schlecht.
Lol. Kämpft einer mit einem Hund? Ich dachte erst, der ist wegen mir am Schießen. Ging gar nicht um mich. Okay, kommen wir da rüber? Ah, da muss ich von da rein. Scheiße. Da drüben ist einer. Der hat keinen Bock. Ich gehe mal noch eine Stufe höher. So. Aber wir schaffen es nicht darüber. Das ist... nochmal eine andere Geschichte, darüber zu kommen. Von hier oben ist man eigentlich auch ganz, ganz gut. Ich meine, man kann abgeschossen werden, klar. Wenn jemand weiß, wo man ist, kann man gut abgeschossen werden. Aber grundsätzlich... Vor allem mit einer legendären DMR. Ach, scheiße. Der Hund, ey. Der will den. So, wie geht's eigentlich weiter, kartentechnisch? Ah, shit, wir müssen hier raus. Okay, dann will ich aber noch schnell mit dem Typ da oben quatschen. Das will ich jetzt noch machen. Muss dann nur irgendwie heil da schnell runterkommen. Und da schnell rüberkommen. Okay, sehr gut. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Oh, shit. Oh mein Gott. Okay, die DMR ist echt stark. Ach, habe ich nicht sogar so eine Mission? DMR-Kopfschuss-Dingens? Schon, ne? Oh, hier will ich nicht rein. Raus. Hier muss... Lol. Geld. Hier muss ich hoch. Okay, schnell. Bevor die Zone kommt. Schnell hoch. Wo ist der? Ist der noch höher? Ist noch höher. Okay, ab dafür. Ist der hier? Ja. Der Versicherer. Denke das nächste Auge des Sturms. Nee, okay, ich brauche hier nichts. Ich wollte nur mit dir quatschen. Gut, ist in Ordnung. So, aber wo kann ich denn jetzt abstimmen, wie das Zeug aussehen soll? Also wo kann man denn das machen? Scheiße, ich muss hier weg. Okay. Gut. Schnell noch Kohle mitnehmen. Aber hier kann ich nirgends abstimmen, ne? Ich meine, das finde ich bestimmt raus über Mission, dass man das dann sieht, wo das ist. Aber jetzt erstmal muss ich hier wieder weg. Ist okay. Wow. Das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Aber wir kommen weiter. Ja, fast. Okay. Kurz dachte ich, wir gehen unter und das wären wir auch, aber passt. So, ich habe immer noch meine Erstwaffe, ne? Also wenn wir jetzt bei der 20 ankommen, bei 20 Leute, da ist einer. Keine Zeit für dich. Der fährt auch Auto jetzt. Wir fahren jetzt hintereinander Auto. Das ist vielleicht auch nicht so die beste Idee. Ich versuche mich mal von dem weiter abzutreiben. Was? Nicht abzu... Falsches Wort, egal. Ist das Ding schon gelandet? Ist die Box schon gelandet irgendwo? Oder landet die noch? Ah, die landet noch, okay. Da soll sie landen, alles klar. Will ich da warten? Eher nicht. Lieber nicht. Okay, die Frage, die ich mir jetzt nur gerade stelle, ist... Ja, da haben wir das Waffending. Sehr gut. Jetzt muss ich da nicht mehr drauf achten und kann die Waffe wieder wegwerfen. Gibt es jetzt noch eine Mission, wo ich irgendwo Spezielles hin muss? Ja, das Boot, das hat sich erledigt. Ansonsten spielen wir halt einfach eine normale Runde, ne? Ja, weil jetzt sitzt nämlich 0 von 15 gegen. Also jetzt muss ich immer weiter... Also für dieses The Block-Aufbau-Dings muss man einfach immer weiter spielen. Na, 15 Gegner töten und so weiter und so fort. Okay. Dann fahren wir jetzt trotzdem mal zu der Box.
Mittlerweile ist die nämlich gelandet. Und hier ist eh keiner, also warum nicht? Ja! Und das war richtig und wichtig. Jetzt kann ich nämlich die Waffe abgeben und kann den Schild hier mir zur Gemüte nehmen. Zur Gemüte führen. Sehr schön. Dann den Kollegen mitnehmen, den Kollegen mitnehmen und Munition mitnehmen. Prima. Okay. So, dann fahren wir doch gleich mal zur nächsten Zone. Zieht sich nämlich eh gleich zusammen, der ganze Spaß hier. Oh, das ist wieder hier. Warum ist da so ein Ausrufezeichen? Was ist da los? Hoppala. Alter, was ist denn hier? Das ist schon wieder anders Party. Noch eine legendäre Waffe, aber ich hab jetzt gerade keine Zeit für legendäre Waffe zum Sammeln. Hoppala. Alter, hier brennt alles. Was tut ihr? Soll ich aussteigen? Vielleicht nicht die beste Idee, oder? Wir machen das aus sicherer Entfernung. So, die sollen mal sich ruhig um die Tiere kümmern. Oh, jetzt kämpft die. Alter. Hinterher. Yes. Schade. Mist, ich bin so schlecht, ey. Ich hänge. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich bewegen. Wo ist der hin? Alter, ich sehe den doch. Jetzt haut er wieder ab mit seiner Scheiß-Dings da. Nachladen, ja, wichtig und richtig. Mehr Munition für die Waffe wäre nicht schlecht. Ist das hier die? Ja, perfekt. Das sind die langen Dinger. Oh, mehr Munition. Leider nicht die richtige. Aber wir müssen uns schon wieder weiter zusammenziehen hier. Vorsichtig. Oh Gott, der ist gut. Ja, der war gut. Schade. Aber ist in Ordnung. Wenn jemand gut ist, hat das auch verdient. Oder sie. Okay. Jetzt müssen wir noch rausfinden, was dieses Abstimmen ist bei beide Blocks-Dings da. So, das müssen wir mal rausfinden. Let's go. So. Weiter im Programm. Genau. Ich wollte mal das mit den Barren mir anschauen. Das muss ein genauer, spezieller Ort sein. Das müssen wir jetzt einmal wissen, was wir da genau tun muss, wo man das tun muss, damit wir das richtig machen. Aber 0 von 900 klingt halt schon, als ob ich 900 Barren ausgeben müsste. Das ist ein Fünftel von allem, was ich habe an Barren. Und wenn das immer mehr wird mit der Zeit, wäre das schwierig. Aber mal gucken. Vielleicht ist ja auch alles halb so wild. Ja, auf jeden Fall landen hier jetzt viele, weil es halt hier hin wollen auch. Okay, aber das ist da, wo... Okay, bei dieser Baustelle da scheinbar. Da muss irgendwas sein.
So, irgendwo hier in der Ecke. Aber wo kann ich jetzt hier für irgendwas abstimmen? Sind hier irgendwelche Schilder, wo ich... Ah, hier ist ein Schild. Aber ist das nicht so ein... Ist das nicht so ein Dingsschild, so ein Kopfgeldschild? Nee, das ist ein... Ah, das ist ein Abstimmschild tatsächlich. Ah, da kann ich jetzt abstimmen, wie das aussehen soll oder wie. Okay. Halt, stopp. Und das hat jetzt irgendwie... Scheiße, da drüben ist Party. Und das hat jetzt... dann 100 von 900 gemacht, oder wie sehe ich das? Ja, Tatsache. Okay. Na, dann machen wir das jetzt halt einfach mal eine Weile. Aber... Kann man das jetzt an jeder Stelle, wo gebaut wird, sozusagen entscheiden, oder nur an der Stelle? Weil woanders zeigt es mir dieses Schild nicht an. Und dann geht das nur an der Stelle, okay. Gut. Weil mir ist völlig egal, wie das nachher aussehen soll. Aber wenn ich mit dem anfange, dann mache ich jetzt mit dem auch weiter. 150, 200, 350, 300, 450, 400, 550, 556, 700. So... Was jetzt? Eins noch. Und jetzt? Wieder 900. Okay, also es bleibt dabei. Ist es doch. Das ist doch jetzt eine bescheute Mission. So soll man seine Barren wieder loswerden, oder was? Also, Real Talk, das ist doch mal jetzt richtig bescheuert. Na gut. Weil... Wenn man das jetzt fünfmal macht oder so, je nachdem wie viele Stufen es geben wird, keine Ahnung. Habe ich nicht gelesen. Aber jede Stufe 900. Barren. Okay. Aber Barren sind ja auch nicht wichtig. Also wofür brauche ich Barren? Ne? Das kommt ja dazu. Eigentlich beschwere ich mich völlig grundlos. Es fühlt sich halt nur albern an, für sowas Barren auszugeben. Weiß nicht. Okay. Aber wir geben ja sonst keine Barren aus, also kann man das eigentlich schon mal machen. So. Müssen wir halt ein bisschen mehr Kassen plündern. Wie viel kommt da nochmal raus an Barren aus so einer Kasse? Hier ist gar keine Kasse mehr. Okay. Kann man auch mal machen. Warum ist da keine Kasse mehr? War hier nicht ein riesiges Ding mit einer... Ah, war das da drüben? Waren die Kassen hier drüben irgendwo? Oh, scheiße. Jetzt haut er ab! Ja, okay. Da hat jetzt aber jemand anders, muss den ja jetzt noch erwischt haben. Irgendjemand anders muss den jetzt noch erwischt haben. Weil ich habe den nicht gekillt. Hilfe? Schwierig. Wer hat den erwischt? Man weiß es nicht so genau. Okay. Gut, aber da drüben waren doch Kassen, ne? Mindestens eine. Jawollo. Ja, 25 Barren. Ja, okay. Ja, okay. Jetzt waren es 50. Oder das hat hochgestackt. Kann auch sein, dass die Anzeige gestackt hat. Ja, gut. Und aus Kisten kommen ja auch irgendwie Barren raus und so. Ja, scheiß drauf. Dann verlieren wir halt ein paar Barren. So. Okay. Ah, dann können wir jetzt relativ normal spielen eigentlich, ne?
Ich meine, ich könnte die nächsten Barren eigentlich gleich hergeben. Ausgeben. Wir sind ja noch hier. Noch sind wir hier. Ja, komm. Komm, wir schmeißen die Barren gleich raus. Wo ist das Schild? Ah, scheiße, wo waren das jetzt? Hilfe? Wo waren jetzt dieses Schild? Müsste es nicht irgendwie angezeigt werden, so als Grafik? Da, jetzt kommt's. Jetzt kommt das Schild. Da drüben, genau. Ach, auf der Karte ist es ja auch. Ich bin blind. Alter, wie das aussieht, weil man halt jetzt die ganzen Dinger... irgendwie ist es schon Quatsch. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wieder eins zu wenig. 18. So. 3, 5, 5. Ja, also jedes Mal 500. Das heißt, wir verlieren jetzt hier halt 4.500 Barren. Ich meine, es ist okay. Eigentlich ist es mir egal. Aber es fühlt sich einfach komisch an, so gezwungen zu werden. Es fühlt sich einfach komisch an, gezwungen zu werden. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es auch albern, sich deswegen aufzuregen. Keine Ahnung. Egal. So, ja damit. Okay. Jetzt kommt auch die Zone gleich. Ja, komm. Wir machen noch die nächste Stufe gleich. Alter, das ist so albern. Es ist so albern. Komm, scheiß drauf. Ja, okay, das geht gleich ins nächste rein. Ja, komm, weg damit. So, und nochmal 900. Dann ist die Mission weg. So ein Quatsch. Also, Real Talk, so ein Quatsch. Jetzt hätte ich... Ah, ich hätte die... Scheiße, ich hätte die Bandagen mitnehmen können. Naja, wurscht. Was soll's. So. Das war bisher tatsächlich, würde ich sagen, die dämlichste Mission. Aber gut, wie gesagt, wir brauchen die Barren halt eh nicht. So. Wenn jetzt nicht noch eine Mission kommt, wo man die wieder hergeben muss, gleich sofort, dann brauchen wir die eh nicht. Aber wenn direkt die nächste kommt, so gibt wieder 5000 Barren aus, dann wird's schwierig. Aber so ist es an sich okay. Wo muss ich eigentlich hin? Oh, scheiße. Ich muss da richtig weit weg. Okay, wir brauchen ein Auto. Gut, dass hier Autos sind. Ach nee, wir brauchen ein Boot. Oh, dann können wir gleich mal gucken, ob wir jetzt den Sprung hier hinkriegen. Wir müssen mit einem Boot ja 3 Sekunden in der Luft sein. Hier könnte ich mir das eher vorstellen, weil hier kann man höher springen und alles. Warte. Genau, hier bei so einem Ding. Das könnte ich mir hier tatsächlich funktionieren. So vorstellen, dass das hier klappt. Waren es 3 Sekunden? Scheinbar nicht. Gibt's doch nicht. Es sind keine 3 Sekunden. Wie soll ich denn länger als das in der Luft bleiben? Ich habe ja nichts länger. Ich meine, ich kann wahrscheinlich irgendwo höher runterspringen. Oder so. Dass das keine 3 Sekunden sind, wundert mich schon so ein bisschen. Aber ist in Ordnung. Von wo schießen die denn eigentlich? Ach, da.
jetzt nicht so gut. Taxi! Raus hier, aber ganz schnell. Das könnte knapp werden. Okay, wir sind zumindest aus der Zone wieder draußen. Jetzt müssen wir halt nur in die nächste Zone reinkommen. Alter, was ist denn hier hinter mir? Darth Vader. Da landet gleich so ein Ding wieder. Da ist aber keine Zeit für. So, wir sind in der Zone. Ich brauche jetzt erstmal was zum Heilen. Ich brauche jetzt erstmal ganz viel Zeit zum Heilen und so ein Stuff. So, hier habe ich schon mal nichts zum Heilen. Das ist schon mal schlecht. Wie kleines Schildlimit erreicht? Ach, 54. Ja, okay. Scheiße. Schwierig. Hat der mich gesehen? Vielleicht hat der ja Energie dabei. Das war nicht so gut von mir. Lol. Tschüss. Nein! Ich hatte keine Munition mehr. Das hätte klappen können. Na gut. Ach, guck mal, 39 noch. Ja, das hätte klappen können. Naja, was soll's. So, dann gucken wir uns nochmals die Ausbeute an, die wir in den letzten Runden gemacht haben. Ich war nämlich seitdem nicht mehr in der Lobby. Da kommt jetzt eine ganze Menge. Also, ja, da kommt eine ordentliche Menge. Holy moly. Also, erstmal haben wir hier für den Rücken Knuspereis. Mehr Knuspereis. Okay. Mehr Knuspereis. So. Tolle Rückengeschichten. Mehr Knuspereis. Okay. So. Dann haben wir einen Helm bekommen. Ach ja, weil ich das Ding eingesammelt hatte. 6 Level mal aufgestiegen. Wir sind bei Level 71. Sehr schön. Irgendein... Die Bänder da oder was ist das? Die Algen. Die Algen haben wir bekommen. Okay. Dann haben wir den Stab da bekommen. Und das war's. Okay. Was? No Sweat Duo beginnt in... Hä? Ach so, du. Ach so, nee, brauche ich nicht. Das ist wieder so, das ist so ein Arena-Ding oder irgendwie sowas, ne? Nichts, was wir brauchen. Nee, nee, alles gut, nichts, was wir brauchen. Das fände ich noch nervig, wenn es so Missionen gäbe, wo man sowas genau bei solchen Sachen mitmachen müsste. Aber ich verstehe das Motorrennen noch nicht so ganz. Du hast eine Bootsversicherung? Nee, Quatsch, Gelaber. Wir können unser Sponsoring auf dem Wasser. Ja, ich war ja dort, ich bin ja das auch abgefahren, aber scheinbar ist irgendwas schiefgelaufen. Weiß es nicht. Müssen wir noch ausprobieren. Sonst haben wir hier alles, bis auf das. Bleibe während der Fahrt mit einem Motorboot 3 Sekunden lang in der Luft. Und das Problem ist halt, dass hier auch noch die Dinger eingezeichnet sind. Also als ob das hier sein müsste. Als ob das hier sein müsste. Und die, das gerade waren ja nicht 3 Sekunden offenbar. Also, weil ansonsten würde ich halt woanders hingehen und es da versuchen, wo man halt ewig lange runterfährt erstmal. Aber hier scheint ja hier passieren zu müssen. Weiß ich noch nicht, wie ich das hinkriege, aber vielleicht ist auch da drüben besser, weil hier scheint es auch zu gehen. Weiß es nicht, wir werden sehen. Vielleicht kann man mit dem Boot auch auf so ein Sprungbrett... Das könnte sein, dass man auf so ein Sprungbrett landen kann. Ja, da ist jetzt natürlich der Blödsinn weg mit dem... Mit den Barren ausgeben. Das ist... Bin ich auch froh, dass das weg ist. Das ging ja zum Glück schnell. Hat halt nur Barren gekostet. Und jetzt muss man hier nur noch, in Anführungszeichen, ganz viele Sturmphasen und Gegner eliminieren. So. Ich muss das halt jetzt innerhalb dieser 2 Wochen, muss ich jetzt halt hier... Das sind dann 15 Gegner... Dann in Stufe 2 sind es vielleicht 30 und so weiter. Also da muss man jetzt eine ganze Menge spielen, um das zu bekommen.
Ob ich das will, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ansonsten, da könnte man jetzt noch einen von den Aufträgen angehen, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, einen Part nehme ich noch auf. Vielleicht kriegen wir da hier noch ein bisschen was rein. Ein Gegner mit einer Zweischuss-Schrotflinte und Kopfschuss mit DMR. Ach, guck mal, ich habe das mit der DMR noch nicht geschafft. Das ist ja doof. Ich hatte doch so oft viele DMRs und habe keine Kopfschüsse bekommen. Na gut. Okay. Ja, einen Part machen wir noch, denke ich. Und dann schließen wir ab. Oder auch nicht. Mal gucken, ich überleg's mir gleich. Danke fürs Zuschauen jedenfalls. Der Part ist auf jeden Fall zu Ende. Tschüss.